Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Wir befinden uns der Vorlesungsreihe der Chemie und sind hier bei der 18. Vorlesung angekommen und heute wollen wir uns etwas mit Stickstoffverbindungen beschäftigen. Doch bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis von mir. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne mit einem Like tun, mit einem Abo, das ist auch immer was Tolles. Oder aber auch, ihr geht über Patreon und könnt mich dort direkt da unterstützen. So. Jetzt legen wir aber richtig los, und zwar indem wir uns das Inhaltsverzeichnis anschauen und dabei feststellen, dass wir unter dem ersten Punkt uns die Amine anschauen, dort genau die Nomenklatur, Darstellung sowie deren Reaktionen, ehe zu zweitens kommen den Imin und E-N-Amin, drittens die Nitrile, dort auch nochmal genauer die Darstellung und die Reaktion, ehe wir uns unter Punkt 4 und 5 den Oxim und den Imiden widmen. Ist also ein relativ straffer Fahrplan, umfasst die wichtigsten Stickstoffverbindungen außer aromatische Verbindungen. Das schauen wir uns dann in der nächsten Vorlesung an. All die damit zusammenhängen haben wir mal rausgelassen, einfach damit es nicht zu viel auf einmal wird. Wie versprochen fangen wir mit den Aminen an. Und das sind quasi allorganische Verbindungen, die ein Stickstoffatom besitzen, an dem mindestens drei Kohlenstoff- oder Wasserstoffatome gebunden sind. Sofern keine Gruppe mit einer höheren Priorität vorhanden ist, sonst hat die natürlich wieder Vorrang. Es wird hierbei zwischen dem primären Amin RNH2, dem sekundären Amin RNH und dem tertiären Amin R3N unterschieden. Also sprich, es geht einfach darum, wie viele Reste denn an den Stickstoff dann gebunden sind und wie viele davon Wasserstoffatome sind. Amine mit kurzen und wenigen Resten wie Methylamin, Dimethylamin, Trimethylamin und Ethylamin sind bei Raumtemperatur gasförmig. Allerdings mit zunehmender Anzahl an Resten und der zunehmenden Kettenlänge werden die Amine immer flüssiger, bis sie dann ab Dezylamin fest werden. Achtung, wichtiger Warnhinweis: Diverse Amine können reizend, ätzend oder giftig sein und viele sind auch Bestandteil von Medikamenten oder auch Drogen. Allgemein gilt, Stickstoffverbindungen haben gerne mal die Eigenschaft, deutlich schädliche Sachen zu haben. Meist sogar können sie auch Sprengstoffe sein. So, jetzt schauen wir uns mal die Nomenklatur an. Zunächst werden die Reste nach alphabetischer Reihenfolge mit der Endung YL, also Y, benannt und danach wird an den Namen das Verbindungssuffix Amin angehangen. Hier beim ersten Beispiel haben wir zwei Methylreste, also Dimethylamin. Und hier rechts haben wir quasi einen Methylrest, einen Ethylrest und einen Propylrest. Das heißt also Ethyl, Methyl, Propyl, Amin. Ist der Name uneindeutig, wird so nummeriert, dass das Stickstoffatom die höchste Priorität erhält. Also hier links in unserem Beispiel sehen wir zum Beispiel das 3-Chlor-Zyklohexyl-Methyl-Amin. Und ja, damit das Stickstoffatom natürlich die höchste Positionsnummer erreicht, müssen wir natürlich anfangen so zu zählen, da wo der Kreis quasi Richtung Stickstoff geht. Rechts, vielleicht ein bisschen eindeutiger, ist das Ethyl in Klammern 1-Methyl-Methylamin. Und wir sehen, wir könnten hier auf verschiedenste Weise zählen, aber es ist einfacher zu sagen, wir zählen an der Position, wo hier die Verzweigung stattfindet, denn da ist das Stickstoffatom quasi dann direkt dran gebunden. Alternativ kann auf die Substitutionsnomenklatur zurückgegriffen werden, die teilweise sogar einfacher ist. Und bei der werden hier in dem Fall die Stickstoffatome als Substituenten der jeweiligen Stammkette betrachtet und entsprechend benannt. Hier muss man allerdings unterscheiden, und zwar ist es ein äußeres N, also was am Ende einer Kette steht, oder ist es mitten in der Kette ein inneres N. Bei einem äußeren Stickstoff wird hierbei mit Amin als Präfix vorangestellt, hier Beispiel 1-Aminopropan. Und ein inneres Stickstoffatom wird hierbei mit Aza als Präfix vorangestellt und wie ein Kohlenstoffatom das ersetzt mitgezählt. Sehen wir also hier den Ring, da haben wir 1, Klammer auf, 1 Aza-Ethyl, Klammer zu, 3-Chlor-Zyklohexan. Ethyl, ihr seht, es gehen quasi zwei Positionen vom Ring weg. Ist natürlich kein Ethyl, weil es nicht zwei Kohlenstoffatome hat, aber es wird so benannt und mit Aza der Vorsilbe gebildet, um zu zeigen, okay, das ist halt die Länge von 2, aber das eine ist kein Kohlenstoffatom, sondern halt ein Stickstoffatom und daher Aza. In der Praxis wird die Substitutionsnomenklatur nur bei komplexen Verbindungen wie Spermin verwendet. Und Spermin, das ist halt ein Geruchs- und Geschmacksstoff, der im Sperma vorkommt
und auch wichtiger Bestandteil von Anti-Aging-Produkten in der Kosmetik ist. Sehen wir hier dargestellt mal eine Mischung von beiden Varianten. Ihr seht, wir haben zwei äußere und zwei innere Stickstoffatome und dann einfach mal durchgezählt, ist 1,12-Diamin, 4,9-Diazadodekan. Damit kommen wir schon zur Darstellung. Erstens, Alkohole können mittels Nickel, Kobalt oder Kupferoxid zu Aldehyden umgesetzt werden und die reagieren dann mit Ammoniak unter Wasserspaltung weiter zu primären Amin. Das sehen wir hier dargestellt. Das Wasserstoff, also H2, spaltet sich ab, die Bindung klappt um und wir haben dann hier unser Aldehyd. Und wenn wir dann Ammoniak haben, dann klappen die Bindungen um, die Doppelbindung halt zum Wasserstoff und die dadurch freigewordene Bindungsstelle am Kohlenstoff quasi bekommt die Stickstoffbindung oben und wir haben dann hier unser primäres Amin. Wird Wasserstoff noch angelagert, kommen wir dann hier zu diesem Rest, der ist natürlich positiv geladen, die Bindungen klappen um, Wasser spaltet sich ab und dann haben wir dann quasi sogar ein sekundäres Amin. Allerdings, wenn wir hier dann weiter Wasserstoff anlagern, dann kommen wir auch wieder beim primären Amin raus. Der Unterschied zwischen dem ersten und letzten Amin, den wir jetzt gerade hatten, also hier sagen wir Produkt 2 und das Endprodukt. Produkt 2 hatte noch die OH-Gruppe dran und ist deswegen quasi ein Alkohol und ein Amin zugleich, das sehen wir später mal. Und ein reines Amin haben wir erst, wenn es wirklich zu unserem Endprodukt hier weiter reagiert. Zweitens. Kaliumphthalamid reagiert mit einem Halogenalkan, denkt dran, Halogen mit X dargestellt, zu einem Alkylphthalamid, welches mit Hydrazin zu einem primären Amin umgesetzt wird. Das ist die sogenannte, sehr bekannte Gabriel-Synthese. Ich habe hier mal ein Kaliumhalogen. Ihr seht, das greift quasi hier an. Es kommt zur Anlagerung des Restes. Dann wird es halt ein bisschen kompliziert. Dann kommt das Hydrazin dazu. Ihr seht, es geht eine Bindung mit, also die Doppelbindung zum Sauerstoff, eine klappt um zum Stickstoff, haben damit erstmal eine Losverbindung mit Partialladungen. Das führt dazu, dass die Bindung umklappt, sodass der Sauerstoff wieder doppelt gebunden ist. Jetzt haben wir allerdings die Partialladung quasi nur verlagert. Es kommt dazu, dass von den Hydrazinrest oder den Hydrazinanteil die Bindung vom Wasserstoff jetzt zur negativen Ladung des Stickstoff umklappt. Damit landen wir hier bei dieser relativ stabilen Verbindung. Die kann allerdings weiter reagieren, indem das zweite freie Stickstoffatom des Hydrazins dann durch die Doppelbindung des unteren Sauerstoffs quasi dann einen Ring erzeugt, was natürlich wieder zur Partialladung führt, die beim Sauerstoff ja immer sehr kritisch ist. Deswegen klappt die Bindung um. Es wird quasi dann NHR erst einmal abgespalten. Ein Wasserstoff klappt dann noch zu dem negativ geladenen Stickstoff um und vom positiven geladenen Stickstoff weg. Und was wir raus haben, wir sehen es, ist halt dann ein primäres Amin und dann noch einen kleinen anderen Rest. Eigentlich ein großer Rest. Die dritte Variante ist, dass Imide mit Platin oder Palladium als Katalysator und Wasserstoff zu sekundären Aminen hydriert werden. Seht ihr hier dargestellt. Einfach Wasserstoff mit dem Katalysator und an den beiden Bindungsstellen der Doppelbindung, also am C und am N, lagert sich das dann jeweils an. Sekundäre Amine reagieren auch mit Aldehyden und Ameisensäure zu tertiären Aminen. Sind wir hier dargestellt. Ja, die Bindung vom Stickstoff klappt zum Kohlenstoff und vom Sauerstoff zum Wasserstoff rum. Hier waren wir schon mal, das ist ein tertiäres Amin und genau da wollten wir auch hin. Allerdings ist wieder das OH störend, deswegen wird sich freier Wasserstoff quasi anlagern und die Bindung wegklappen, es wird sich Wasser abspalten. Damit haben wir erst wieder eine partiell positive Ladung und das führt in der Regel dazu, dass eine Bindung vom Stickstoff oder das Stickstoff noch ein freies Elektronpaar, das bildet dann eine Bindung aus zum Kohlenstoff, ist dadurch partiell einfach positiv geladen. Das bedeutet, es kann sich wieder ein Wasserstoff anlagern. Und jetzt kommen wir wirklich zu unseren endgültigen tertiären Amin, ohne dass wir hier noch eine OH-Gruppe dran haben oder eine Partialladung.
Ja, da sind wir schon bei den Reaktionen. Denn Primäramine können zu Sekundäramin und diese wiederum zu Tertiäramin reagieren. Das haben wir bei 1.2 ja schon gesehen. Das zweite ist, dass Sekundäramine mit salpetriger Säure HNO2 zu Nitrosamin reagieren. Also hier lagert sich erstmal Wasserstoff quasi an. Die Bindung zwischen den N und den OH geht verloren. Wasser wird abgespalten. Wir haben quasi aus unserer salpetrigen Säure jetzt so dann einen, ja, Art Salzrest, der positiv geladen ist. Und ja, hier können wir dann quasi mit den sekundären Aminen einen Angriff haben. Das bindet sich dran. Erstmal seht ihr hier, dann ist die Einfachbindung so, partielle positive Ladung. Wasserstoff wird abgespalten. Ja, und da sind wir quasi schon bei unseren Nitrosoamin. Nitroso einfach, weil es quasi links die Amingruppe hat, N mit zwei Resten hier, und rechts die Nitrogruppe von unserer salpetrigen Säure N mit Doppelbindung zum O. Das dritte ist, dass Primäramine mit Carbonsäurederivaten zu Aminsalzen und Carbonsäureamiden reagieren. Erst einmal quasi reagiert es mit sich selbst, wenn man so möchte. Es wird von dem einmoligülen Wasserstoff quasi bindungstechnisch abgezogen, führt natürlich zu zwei Resten, einer partiell positiv, einer partiell negativ. Und ja, wenn wir dann unsere Carbonsäurederivate hier haben, also mit X ist eine Halogencarbonsäure, dann seht ihr, der negative Rest kann sich an Kohlenstoff binden und der positive Rest, der schnappt sich quasi, sag ich mal, das Halogen. Haben wir dann die zwei schönen Produkte raus. Und bei viertens haben wir dann das Primäramine und das Saurer- oder Barscher Katalyse mit Carbonsäureestern zu Alkoholen und Carbonsäureamiden reagieren können. Starten wir hier. Wasserstoff wird angelagert, führt zum Bindungsbruch erst einmal. Das Alkohol quasi wird abgetrennt. Es verbleibt ein positiv geladener Rest. Und hier kann ein Primärsamin wieder angreifen. Zwischen Kohlenstoff und Stickstoff wird eine Bindung ausgebaut, Wasserstoff wird abgespalten und wir haben ein Carbonsäureamid. Fünftens. Primäre Amine reagieren unter Erhitzen mit Carbonsäure zum Carbonsäureamin. Ja, seht ihr hier quasi, die beiden reagieren miteinander, Wasser wird dabei abgespalten und seht da, wir kommen auch bei einem Carbonsäureamid raus. Sechstens. Primäre Amine reagieren unter saurer oder basischer Katalyse mit Aldehyden oder Ketonen zu Imin. Also, ich stelle es immer gerne mit der sauren dar, das heißt, Wasserstoff kommt dazu, haben erstmal dann oben eine OH-Gruppe und ein partiell positiv geladenes Kohlenstoffatom. Hier kann wieder ein primäres Amin angreifen, den Mechanismus kennen wir jetzt mittlerweile. Es kommt zur Ausbildung einer Einfachbindung, der St oder das Stickstoffatom ist positiv geladen. Durch das, sagen wir, überschüssige H mit der partiell positiven Ladung erst einmal, kann sich Wasser abspalten. Dabei klappt die Bindung zwischen der von OHC jetzt zum N um. Haben jetzt doppelt gebunden, allerdings immer noch eine partiell positive Ladung. Wasser wird abgespalten. Und dann wird nochmal Wasserstoff abgespalten. Und da haben wir dann ein Imin. Und das ist der perfekte Übergang zu unserem zweiten Themenpunkt, Imine und N-Amine, die sollten wir auch zusammen behandeln. Denn das sind eigentlich nur verschiedene tautomere Formen derselben Stoffe. Und das führt dazu, dass diese sehr ähnliche Eigenschaften haben und sich eigentlich nur darin von den Aminen unterscheiden, dass sie weniger basisch sind. Sie lassen sich über die Reaktion von Primäramin mit Aldehyden oder Ketonen darstellen. Das haben wir ja unter Punkt 6 gerade gesehen gehabt. Ihre allgemeine Formel seht ihr hier rechts dargestellt, also Stickstoff mit einer Doppelbindung zum Kohlenstoff und ansonsten sind nur Reste gebunden, die entweder Wasserstoff oder Kohlenstoffe sind normalerweise. Und N-Amine, ja, haben folgende allgemeine Formel. Ihr seht, das ist genau wie die Tautomerie, die wir schon in Aldehyden, Ketonen und Enolen hatten. Die Doppelbindung lagert sich halt einfach zu einem, ja, mehr oder weniger quasi zu einem anderen Kohlenstoff um. R2 müsste hier, wenn wir das oberste betrachten, ein Kohlenstoff mit weiteren Resten sein, und was dazu führt, dass natürlich am Stickstoff dann ein weiterer Wasserstoff gebunden ist. Zur Bezeichnung der Imine wird auf die Substitutionsnomenklatur zurückgegriffen, wo die Stickstoffatome als Substituenten der jeweiligen Stammkette betrachtet werden und benannt werden.
Und hierbei wird zunächst der kurze Rest, wenn es denn einen gibt, mit der Endung Ü benannt. Seht ihr hier rechts dargestellt, der kurze Rest vom Stickstoff ausgehend nach links ist einfach nur CH3-Gruppe, also Methyl. Dann kommt der lange Rest, also rechts, was von der Doppelbindung ist. Das ist hier drei Kohlenstoffatome, also Propan. Und dann das Verbindungssuffix Imin, die Position des Stickstoffs, wird bei der Kettenlänge hier nicht mitgezählt. Das heißt, wir haben hier Methyl, Propan, Imin. N-Amine hingegen werden wie Alkene mit ihren Substituenten Stickstoff betrachtet, der mit Aza als Präfix vorangestellt und wie ein Kohlenstoffatom mitgezählt wird, das es quasi nur ersetzt. Seht ihr hier, wir würden jetzt sagen, wäre da kein Stickstoff, hätten wir PEN2EN, das würden wir jetzt ganz normal sagen, aber wir haben einfach Stickstoff da drin, wird wie ein interner Substituent behandelt und deswegen 4-Aza-PENT-EN. Wie bei den Aldehyden und Ketonen gibt es auch hier eine Tautomerie, die Imin-N-Amin-Tautomerie, wobei diese auf Seiten des Imins liegt. Seht ihr hier dargestellt, quasi die beiden reagieren halt ineinander über, bis sich ein Gleichgewicht einstellt, das halt in der Regel auf Seiten des Imins liegt. Und damit sind wir auch schon bei den Nitrilen. Und das sind eigentlich alle organischen Verbindungen, die ein Stickstoffatom besitzen, welches mit einer Dreifachbindung an ein Kohlenstoffatom gebunden ist. Und das ist die sogenannte Nitril- oder Cyanogruppe. Cyanogruppe kommt in der Regel halt von der Blausäure oder auch richtig genannt Cyansäure her, wo das R dann quasi ein H ist. Ist diese Gruppe jene mit der höchsten Priorität, wird die Verbindung mit dem Stammnamen und dem Verbindungssuffix Nitril bezeichnet, wobei das Kohlenstoff mitgezählt wird und die niedrigste Positionsnummer erhält. Also hier als Beispiel mal, wir müssen quasi anfangen bei unseren Kohlenstoff zu zählen, wo die Nitrilgruppe dranhängt oder das Teil der Nitrilgruppe ist. Und damit haben wir 2-Methylpropan-Nitril. Gibt es eine andere Gruppe mit höherer Priorität, so wird diese schöne Nitrilgruppe oder Cyanogruppe als Substituent behandelt und mit entsprechender Positionsnummer mit dem Namen Cyano vorangestellt. Hier zum Beispiel haben wir eine Säuregruppe, die hat eine höhere Priorität, muss deswegen auch Position 1 haben, wir zählen von rechts nach links. Und deswegen haben wir hier 2-Cyanopropansäure. Kommen wir zur Darstellung. Alkene reagieren mit Blausäure bzw. Cyanwasserstoff unter Nickelkatalyse zu Nitrilen, eine einfache Additionsreaktion, wie ihr seht. Die Doppelbindung einerseits bindet sich ans Wasserstoff und andererseits ans Kohlenstoff. Und ja, da haben wir schon ein Nitril. Zweitens ist das Alkanhalogenide bzw. Alkylhalogenide mit Alkalizyaniden zu Nitrilen reagieren, das ist die sogenannte Kolbe-Nitrilsynthese. Der Mechanismus ist quasi identisch, nur wird hier quasi dann mehr oder weniger Salz abgespalten. Drittens, die Dehydratisierung von Aldoxim mit entsprechenden Stoffen wie Phosphorpentachlorid führt zu Nitrilen. Sind wir hier dargestellt, quasi durch Katalyse wird Wasser abgespalten und es wird eine Dreifachbindung zwischen dem Kohlenstoff und Stickstoff ausgebildet. Jetzt schauen wir uns mal die Reaktion an. Erstens, Nitrile reagieren unter saurer Katalyse und erhitzen zu Carbonsäuren. Hier katalysiert, findet sich erstmal das Wasserstoff am Bereich des Stickstoffs, führt dazu, dass wir natürlich einen partiell positiv geladenen Kohlenstoff haben. An den kann dann sich Wasser anbinden, führt natürlich dazu, dass der Sauerstoffatom vom Wasser positiv geladen ist, partiell, da dreibindig. Einfachste Lösung ist natürlich, es wird Wasserstoff abgespalten und dann haben wir erstmal hier unsere kleine Zwischenverbindung. Es kann sich ein weiteres Wasserstoffatom anlagern und zwar wieder am Stickstoff quasi. Auch jetzt haben wir wieder ein partiell positiv geladenes Kohlenstoffatom. Wieder lagert sich Wasser an, was dazu führt, dass das Sauerstoffatom dort partiell positiv geladen ist. Es wird einmal Wasserstoff abgespalten. Wir haben quasi hier dann eine Art Diol. Und es passiert wieder derselbe Schritt. Es lagert sich Wasserstoff an unser Stickstoff an. Wir haben partiell positive Ladung jetzt bei dem, weil der vierbindig ist. Das führt dazu, dass die NH3-Gruppe abgespalten wird. Und die Bindung klappt zum O um. Haben jetzt quasi fast schon eine Carbonsäure, nur dass das partiell positiv geladene Sauerstoffatom durch Dreifachbindung
natürlich nicht existieren kann. Es wird nochmal Wasserstoff abgespalten und wir landen bei unserer Carbonsäure. Zweitens, Nitrile reagieren katalytisch mit Wasserstoff zu Amin. Das ist eine Reduktion in Form von einer Hydrierung. Seht ihr hier, katalytisch halt, wird bis zum Ende quasi dann hochreduziert und wir haben dann halt unser Amin. Damit kommen wir zu den Oxinen. Und die tragen ihren Namen daher, dass es sich bei ihnen um oxidierte Imine handelt. Oxy von oxidiert, Min von Imin. Und deshalb ist ihre funktionelle Gruppe C, Doppelbindung N, Einfachbindung OH. Da es sich bei Oxim und Derivate von Aldehyden und Keton handelt, seht ihr ja eigentlich, statt einer Doppelbindung zum O haben wir halt einfach eine Doppelbindung zum N mit OH, werden die ja meist auch als Aldoxime oder als Ketoxime bezeichnet, je nachdem, ob der Rest halt Wasserstoff oder halt ein Kohlenstoff ist. Analog zu diesen erfolgt die Benennung nach IUPAC, indem das Verbindungssuffix Onoxim angehangen wird, wobei bei uneindeutiger Benennung wie immer die Positionsnummer vorangestellt wird. Hier zum Beispiel haben wir PEN2-Onoxim, einfach weil an der zweiten Stelle diese Gruppe dranhängt. Alternativ können wir auch sagen 2-Pentonoxim, wäre nicht ganz sauber, aber durchaus zulässig, solange kein anderer Rest da ist, wo es verwirren könnte. Ketone, Aldehyde reagieren mit Hydroxylamin zu Oxim. Sind hier dargestellt, Sauerstoff, die Bindung klappt um zum Wasserstoff. Das führt dazu, dass das Stickstoff sich an den Kohlenstoff anbinden kann. Es kommt nochmal Wasserstoff dazu, bindet sich an den Sauerstoff, der dann H hat, ist dann partiell positiv geladen. Es kommt, wie es gerne ist, zur Abspaltung von Wasser, indem die Bindung umklappt. Und ja, dann haben wir schon wieder eine partielle Ladung, da wir ein vierfach gebundenes Stickstoffatom haben. Es wird nochmal Wasserstoff abgespalten und wir landen quasi schon beim Oxim. Damit kommen wir dann zur letzten Gruppe für heute, die Imide. Und das sind in der Regel zyklische Stickstoffverbindungen, die sich von Dicarbonsäuren ableiten und folgende funktionelle Gruppe aufweisen. Das ist die rechts dargestellte und man sieht es eigentlich, Dicarbonsäuren, CO, klar, bekannt. Der Rest müssen natürlich R2 und R3 müssen H sein. Und ja, die sind aber über Stickstoff in der Regel dann verbunden. Da es sich bei Imiden um Derivate von Dicarbonsäure handelt, werden diese wie Dicarbonsäure benannt, nur dass das Verbindungssuffix Disäure zu Imid wird, wobei in der Regel ein geschlossener Ring entsteht. Das wäre hier die Butandisäure, und wenn man sich jetzt vorstellt, quasi das, ja, wir sehen es ja in der Position gestellt, bei der Achse am Punkt 2 sich das quasi umdreht und dann zwischen 2 und 3 eine Verbindung stattfindet, dann haben wir das Butanimid. Ist natürlich nicht ganz sauber, klar, der Stickstoff muss noch irgendwie rein, aber so zur Vorstellung. Die Carbonsäuren reagieren mit Ammoniak zu Imiden, so können wir die herstellen. Das sind wir hier dargestellt. Das Ammoniak, da bindet sich das, oder die Doppelbindung von Sauerstoff geht erstmal wieder zum Wasserstoff. Das Stickstoff bindet sich an unserem Kohlenstoff. In einem weiteren Schritt, eigentlich sind es zwei, aber ich habe es immer vereinfacht, bindet sich einmal Wasserstoff an die OH-Gruppe. Die Bindung klappt um zu den anderen OH. Das Wasserstoff dort wird wiederum abgespalten und es kommt auch zu einer weiteren Abspaltung oben von, wir haben dann quasi H2O oben dran. Wasser wird abgespalten und wir landen dann hier unten bei dieser schönen Verbindung. Jetzt klappt die Bindung zwischen den doppelgebundenen Sauerstoff und den Stickstoff um und das Wasserstoff wandelt wieder zum Sauerstoff. Damit haben wir schon mal unseren Ring mit zwei OH-Gruppen. Und jetzt passiert quasi dasselbe nochmal, was wir gerade im vorigen Schritt hatten. Wasserstoff bindet sich wieder an eine der OH-Gruppen. Die Bindung klappt rum, Wasser wird abgespalten. Die frei gewordene Bindungsstelle klappt zum anderen OH rum und das spaltet dort Wasserstoff ab und wir landen dann quasi bei unserem Imid. So, jetzt habe ich einiges erzählt und wie immer kommen wir zum Teil der Übung, wo ich euch bitten würde, das Video an dieser Stelle zu pausieren und mit Stift, Papier, Laptop oder was auch immer ihr so gerade findet, mal versuchen, diese Übung zu lösen, damit ihr das Erlernte auch anwendet und sich ein bisschen festigt. Ich pausiere hier wieder an der Stelle, wünsche euch viel Erfolg und hinterher vergleichen wir. Tschüss!
Okay, kommen wir zur Lösung. 1a. Die folgende Verbindung soll benannt werden, hier mal schön farbig dargestellt. Das ist 3,4-Dimethylhexanitril, einfach weil Nitril quasi diese letzte Gruppe dann dort ist und hinten dran steht als quasi reaktivster Stoff. B. Das ist dann Pentanimid. Wir sehen hier die eindeutige Imidgruppe und müssen quasi einfach nur zählen. Ich sehe gerade, die 1 ist hier ein bisschen verschluckt, die steht rechts unten. Ah, jetzt aufgetaucht. Okay. Bei zweitens war die Aufgabe, stellt die benannten Verbindungen in der Strichform dar, also quasi genau umgekehrt. Bei A hat ich euch gegeben 6-Chlor-Hept-2-Onoxin. Das heißt, wir malen erstmal durch Hept eine Kette, die 7 Kohlenstoffatome lang ist. An der 6. Position packen wir Chlor und an der 2. einfach die Onoxin-Gruppe. Bei B habe ich gesagt 1,10-Diamin-3,8-Diazadecan. Erinnert euch, das ist ähnlich zum Spermin, nur das war halt 12 Stellen lang, mehr ist es quasi nicht. Und hier musste man quasi sich auf die Substitutionsnomenklatur verlassen, weil es anders leider nicht geht. Und hier werden die zwei äußeren Gruppen, also die Amingruppen, als Substituenten betrachtet und daher nicht in die Hauptkette mit rein nummeriert, stattdessen vorangestellt mit den Positionsnummern. Und die internen Kohlenstoffatome an Position 3 und 8, Stickstoffatome an Position 3 und 8, werden so betrachtet, als wären es Kohlenstoffatome und mit zur Kette gezählt, aber als internen Substituenten dann halt mit Diaza hinten rangestellt. Gut, das war, denke ich, nicht so schwer. Dann kam zweitens, da sollen die Produkte der folgenden Reaktion ergänzt werden. Ja, bei A kommt hier unsere schöne Verbindung raus, denke ich, war einfach. Bei B sollte es eigentlich auch Klick machen, hier mit unserem Hydrazin kommt natürlich wieder dieser Rest raus und unser primäres Amin. Bei C hatten wir hier quasi gehabt, dieser, ja ich sage mal, das Alkän mit einem Rest und unsere Blausäure, Nickel katalysiert. Ja, kommen wir natürlich wieder dahin, dass wir unsere CN-Verbindung haben, also Cyano-Verbindung, kein Thema. Und das letzte, das war, denke ich, ein bisschen schwerer, aber man konnte es vielleicht schon erkennen. Wir haben ja hier quasi eine Dicarbonsäure und dann ein Amin. Und über diese vielen, vielen, vielen Schritte landen wir dann quasi genau bei unserem Imid. Gut, damit sind wir am Ende dieser Vorlesung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht und fandet es so interessant wie ich. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen spannender, da beschäftigen wir uns mit den Aromaten, eins der wichtigsten Themen der organischen Chemie, wage ich mal zu behaupten. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und hoffe, dass es euch hilft. Bis dahin sage ich Tschüss!